Das Update 55 für die Meta Quest Headsets steht in den Startlöchern und in diesem Video werde ich euch wie immer kurz und knapp die neuen Funktionen vorstellen. Update 54 hat uns insbesondere die neue Custom Skybox View, Verbesserung im Guardian und verschiedene Farbschemata gebracht. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie Update 55 die Meta Quest Headsets auf Vordermann bringt. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euer Meta Quest Headset noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die jeder Quest-Nutzer kennen sollte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Wundert euch nicht, wenn ihr das Update noch nicht habt. Meta rollt es wieder nach und nach aus, um bei gegebenenfalls auftretenden Fehlern bei manchen Headsets noch nachsteuern zu können. Wenn ihr aber ungeduldig seid und das Update sofort haben wollt, dann empfehle ich euch die Aktivierung des Public Test Channels oder kurz PTC. Das könnt ihr einmal über euer Handy machen, wenn eure Quest im selben Wi-Fi wie euer Handy ist. Dafür öffnet ihr die Meta Quest App auf eurem Handy, wählt das verbundene Headset aus, dann geht ihr auf die Headset-Einstellung, erweiterte Einstellung und legt dann den Schalter bei Public Test Channel um. Spielt ihr außerdem viel PC-VR über Airlink beispielsweise und wollt auch dort den Public Test Channel aktivieren, dann geht ihr in der Meta-Software auf die Einstellung, dann auf Beta und dort habt ihr auch den Public Test Channel. Aber denkt daran, ihr kriegt die Updates zwar schneller, aber gegebenenfalls sind diese noch nicht ganz fertig oder müssen noch optimiert werden. Und jetzt kommen wir zu den neuen Funktionen dieses Updates. Wie ich schon häufiger zum Beispiel bei VR aktuell betont habe, bekommen wir höhere Taktraten für die Quest 2 und die Quest Pro mit dem Update 55. Dabei werden die GPU und die CPU beider Headsets aktualisiert. Beide Modelle bekommen eine Leistungssteigerung der CPU bis zu 26%, während die Quest 2 eine Steigerung der GPU-Geschwindigkeit von bis zu 19% und die Quest Pro von bis zu 11% erreichen kann. Damit können sich die Nutzer auf flüssigeres Gameplay, eine reaktionsfreudigere Benutzungsoberfläche und grafisch hochwertigere Inhalte bei diesen beiden Headsets freuen. Zusätzlich wurde die dynamische Auflösungsskalierung für beide Modelle, also Quest 2 und Quest Pro, ermöglicht, sodass Spiele und Apps von einer höheren Pixeldichte profitieren können, ohne dass Einbrüche bei der Bildrate auftreten. Damit ist die Quest 2 nicht nur das günstigste, sondern auch das leistungsfähigste Einsteiger-Headset. Hierzu habe ich auch verschiedene Vergleichsvideos in der Zockstube gemacht. Beispielsweise habe ich die Quest 2 nach dem Performance Boost mit der Pico 4 verglichen und ich habe den Leistungszuwachs der Quest 3 im Vergleich zur Quest Pro und zur Quest 2 dargestellt. Morgen erscheint hier in der Zockstube beispielsweise auch ein Video, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Da werde ich nämlich die Meta Quest 3 mit der Pico 4 vergleichen und euch berichten, warum die beiden Headsets Welten voneinander entfernt sind. Bleibt einfach bis zum Ende dran, da verlinke ich euch die entsprechende Versus-Playlist in der Endcard. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Messenger-App. Meta möchte es euch ermöglichen, mit euren Freunden in einer natürlicheren Weise in VR in Kontakt zu treten und neue Bekanntschaften zu machen. Hierzu erhält der Messenger eine eigenständige VR-App. Dieses Update ermöglicht eine nahtlose Verbindung über jede Plattform, sei es 2D, also auf einem Mobilgerät, eine Web-Anwendung oder Desktop oder auch der Virtual Reality. Dazu könnt ihr eure Stimme nutzen, um mit den wichtigsten Personen in Kontakt zu treten und natürlich euren individualisierten Avatar. Hierbei wird der Avatar genutzt, den ihr auch bei Meta eingerichtet habt, also könnt ihr eure Kleidung und eure Accessoires beispielsweise frei wählen. Dann gibt es einen neuen, verbesserten Explore-Bereich. Explore ist dabei eine zentrale Anlaufstelle für Unterhaltung und gegenseitige Verbindung in der Virtual Reality. Dieser neue Explore-Bereich vereint Kurzvideos, Medieninhalte und vieles mehr an einem Ort und das ist ja schon ziemlich praktisch. Ihr könnt also eure Lieblingssendung oder Filme an einem Ort schauen oder neue Welten in Meta Horizon Worlds erkunden, das übrigens gerade mit Hochdruck auch nach Deutschland gebracht werden soll. Wenn ihr außerdem euren Facebook- oder euer Instagram-Konto verknüpft habt, könnt ihr beispielsweise auch Instagram- oder Facebook-Reels dort ansehen. Dieses Update wird schrittweise ausgerollt, also bleibt geduldig, es sollte euch bald zur Verfügung stehen.
Der Meta Quest Browser verfügt jetzt über eine Multitouch-Unterstützung. Das bedeutet, dass ihr entweder die Touch-Controller oder eure Hände verwenden könnt, um beispielsweise zu zoomen, herauszuzoomen oder mit anderen Web-Elementen zu interagieren. Die Unterstützung von Multitouch ist dabei aus meiner Sicht eine super Möglichkeit, um auf natürlichere und intuitivere Weise mit Webseiten und Bildern zu interagieren, beziehungsweise zumindest ist es eher so, wie wir es bereits von Handys und Tablets gewöhnt sind. Aus meiner Sicht ist das ein super Update, das Weichen für die Zukunft stellt. Die höheren Taktraten bei der Meta Quest 2 und Pro zeigt, dass Meta auch nach Release der Quest 3 noch weiter auf diese Headsets setzen wird und diese auch unterstützen wird. Ansonsten ist es für mich ein Update mit vielen kleineren Verbesserungen, die aber deutlich hinter dem Performance Boost von der Qualität zurückbleiben. Wie findet ihr denn die neuen Funktionen des Update 55? Welches ist euer Lieblingsfeature? Habt ihr vielleicht eine Neuerung entdeckt, die ich jetzt gar nicht in meiner Liste hatte? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare und schaltet auf jeden Fall morgen früh ein, wenn mein Video erscheint, Meta Quest 3 versus Pico 4. Wie versprochen findet ihr hier auf der rechten Seite meine Versus-Playlist, in der ich spannende Standalone-VR-Headsets miteinander vergleiche. Das Video auf der linken Seite wird euch vom allmächtigen YouTube-Algorithmus vorgeschlagen. Vielen Dank an meine Patrons, ohne deren finanzielle Unterstützung Videos wie dieses überhaupt gar nicht möglich wären. Danke für eure Kommentare, für eure Däumchen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!